Yo, Metal. Ja, eigentlich würde ich ja lieber Fahrrad fahren, aber nach wie vor ist das Wetter in Deutschland so. Ja, als ich gerade losgefahren bin, ging es noch. Und als ich jetzt hier ankam, naja, Vollkatastrophe. Da ich bei dem Wetter absolut keinen Bock habe, Fahrrad zu fahren, habe ich mich entschieden zu wandern, weil ich muss unbedingt ein bisschen raus. Es gibt hier den Kneippwanderweg. Das sind ungefähr 43 Kilometer oder sowas. Einmal quasi hier so um Olsberg herum. Der hier ist ja aber interessanterweise nicht allzu deutlich eingezeichnet. Allerdings gibt es hier einen Weg zum Gipfelkreuz um Olsberg. Und das Wetter sagt auch, nee. Aber bevor ich starte, gucke ich mal aufs Regenradar, ob es sich lohnt, irgendwie eine Stunde zu warten oder so. Ansonsten habe ich ein Poncho dabei. Den werfe ich mir sonst einfach rüber. Sieht zwar bescheuert aus, aber who cares? Ob ich den Preis in einem Modewettbewerb gewinnen werde, ich habe da so meine Zweifel. Und mich führt der Wanderweg direkt bergauf. Hier hat sich von dem ganzen Regen schon ein extra Bach gebildet. Der ist anscheinend öfter mal da. Und direkt geht es von dem, ja, wie nennt man das, Waldwirtschaftsweg ab auf einen, ja, ich wollte sagen Trampelpfad, aber ehemaligen Waldwirtschaftsweg oder lange nicht mehr benutzten Waldwirtschaftsweg. Ja. Und es fängt direkt mit Höhenmetern an und mit Regen. Falls sich jemand einen Tee machen möchte, nicht aus dem Zeug, weil das ist hochgiftig. Ich bin ja eigentlich ständig in Sandalen unterwegs. Jetzt werden sich wahrscheinlich einige fragen, hier bei dem Wetter, Regen, Sandalen, ist das nicht kalt? Nein. Erstmal so kalt ist es jetzt heute nicht. Wir haben, naja, okay, für die Jahreszeit ist es schon sehr kalt, irgendwie 17 Grad oder sowas. Aber der Vorteil an Sandalen ist, du streifst einmal die Füße ab, beziehungsweise musst du ja in der Regel gar nicht machen, und schon sind sie trocken. Turnschuhe oder so oder auch Wanderschuhe, die sind entweder komplett wasserdicht, das heißt, du schwitzt drinnen, dein Fuß ist eingeklemmt, ja, und wenn sie einmal durchgenässt sind, sind sie durchgenässt. Die dann wieder trocken zu bekommen, dafür musst du ein Feuer machen. Und Feuer in Deutschland, ja, da wirst du gleich in Lagerhaft gesperrt. Es hat tatsächlich mal kurz aufgehört zu regnen. Ob ich den Poncho kurz einpacke? Ich glaube schon. Weil man schwitzt hier doch sehr darunter. Ei, ei. Ja, ist nicht ganz anspruchslos dieser Wanderweg hier, aber passt. Mein Poncho ist ein ganz normaler, billiger Poncho. Da schwitzt man eigentlich weniger drunter als in einer Regenjacke. Ja, aber wenn du
sehr viele Kilo Übergewicht einen Berg hochschleppen musst, dann schwitzt du auch unter einem Poncho. So, das ist hier eine eingefasste Quelle und soll ein Kneipptretbecken sein. Sieht jetzt so lala aus. Ich guck mal, was da steht. Bla bla bla, besondere Qualität, bla bla bla. Schuhe und Strümpfe ausziehen, ja, das wollen wir mal sehen. In die Tretstelle steigen, langsam vorwärts schreiten, dabei immer ein Bein vollständig herausziehen, ist ja nicht besonders tief. Nach 30 Sekunden ein starkes Kältegefühl. Und eine Stempelstelle. Kneipp-Wanderweg Olsberg. Stempelstelle, Tretstelle, Luisenquelle. Aber ja, ich habe keinen Ausweis dabei, beziehungsweise habe ich gar nicht. Interessiert mich jetzt auch nicht so sehr. Komm, geh wieder rein. Dass man die festbinden muss, damit die Deppen den nicht mitnehmen. Ne? Das ist schon... Kriege ich auch gar nicht mehr zu. Ja, ne, nee, komm, ich mach's richtig mit zwei Händen. So, ist wieder zu, wie ihr seht. Ja, eigentlich ist es völliger Schwachsinn, aber jetzt, wo ich hier bin, mache ich's mal. Ne? So, ich meine, es kommt genug Wasser von oben. Schmeckt nach Wasser. Oh, kalt. Sehr kalt. Okay, man soll es ja auch nur 30 Sekunden machen. Ich behaupte jetzt einfach mal, das waren 30 Sekunden. Boah. Ja, Wasser abstreifen. Strümpfe anziehen. Okay, Schuhe anziehen, weiter wandern. Also es stimmt, die Füße werden warm. Wundert mich jetzt nach dem kalten Wasser aber nicht, das hätte ich euch auch vorher sagen können. Es sind noch knapp 2 Kilometer bis zum Gipfel oder Gipfelkreuz. Auf jeden Fall bis nach ganz oben. So, nach dem heftigen Anstieg über unwegsames Gelände, was ich ja beim Wandern schon solchen Wegen hier bevorzuge, bin ich aber tatsächlich mal froh, dass es über so einen Waldwirtschaftsweg geht. Und da vorne sehe ich die nächste Unwetterfront auf mich zukommen. Hoffentlich ist das noch kein Gewitter. Weil wenn ich jetzt so kurz bevor ich oben bin, wieder umdrehen müsste, ich möchte nicht der höchste Punkt beim Gewitter sein auf über 700 Meter Höhe, dann wäre das noch ein bisschen ärgerlich. So, hier sieht man auch so ein bisschen die Berge, die kriegt man hier auf der GoPro kaum mit. Da ist eine Hütte mit Schornstein. Der Weg ist mit abgerissenen Holzpalisaden der Römer blockiert, aber ich komme da durch. Ich habe ja Sandalen an. Ja. Hopp, jemand drin? Nö, hoffentlich nicht. Komme ich da drauf? Hier scheinen sie auch schon aufgebrochen zu haben. Uah. Nee, ist abgeschlossen. Okay, kann nicht weitergehen. So, gucken, ob ich hier irgendwo Zecken habe. Eklig. Naja, ist eigentlich alles nur Dreck, glaube ich. So, dann geht's weiter den Karwanderweg entlang. So, ich muss jetzt da lang, aber in 100 Metern gibt es da eine Quelle und die will ich mir mal angucken. Meine Wanderung ist heute eh nicht so lang. Ich werde denselben Weg wieder zurückgehen, glaube ich, wie ich hochgekommen bin. Da kann ich mir so ein paar kleine Abstecher erlauben. Ja,
100 Meter dürften langsam um sein. Ob ich sie verpasst habe? Ausgetrocknet sein kann sie ja nicht. Ich werde hier von Fliegen gejagt, ey. Da kann ich auch gar nicht so sehr stinken. Ja, keine Ahnung, ich gehe mal zurück. Ich bin jetzt wahrscheinlich über 200 Meter hier reingegangen. Vielleicht habe ich ja was falsch gesehen. Eine Quelle habe ich auf jeden Fall nicht gefunden. Ah, ich bin falsch abgebogen gerade. Hier ist die Quelle. Ja, komm, dann gehe ich jetzt nochmal 100 Meter. Nach unten sogar. Muss ich wieder Höhenmeter machen gleich. Nee. Ich habe doch mal irgendwie gesagt, ich sollte mir abgewöhnen, die Quellen von Flüssen mir anzugucken. Weil sich das in der Regel eh nicht lohnt. Ich lerne auch nicht. Die Quelle ist ziemlich versteckt, aber ich habe sie gefunden. Entchenquelle. 620 Meter über normal Null. Das heißt, ich muss gleich nochmal 80 Meter nach oben gehen. Ist tatsächlich ein sehr, sehr leckeres Wasser. Alter Schwede, die fliegen. Sie greifen mich an, meine GoPro an. Was für Scheißviecher. Ich war ja eigentlich fast oben. Ich bin mir relativ sicher, der Wanderweg war hier ausgeschildert. Ich wollte auf jeden Fall nach ganz oben. Guck mal hier noch rein. Ansonsten gehe ich wieder zurück. Ich war ja fast oben. Naja, sieht aber nicht nach einem Wanderweg aus hier. Nee. Manchmal hat der Weg das Ziel zu sein. Nach ganz oben komme ich nicht, ohne eine Wildruhezone zu betreten. Das ist es mir jetzt nicht wert. Das sind irgendwie, keine Ahnung, 10 Meter höher geschätzt, wenn überhaupt. Und Wetter wird wieder schlechter. Das heißt, ich gehe jetzt langsam wieder runter. Aber jetzt erstmal wieder durch das Gematsche hier. Bäh. Bäh. Pfui. Ja, vielleicht bin ich gerade doch falsch abgebogen. Und ich müsste hier entlang. Sendemast für UKW. Okay, 10 Kilowattstunden. Mit 10 Kilowatt sendet der. Das klingt für mich jetzt relativ viel. Ja, hier sind unsere GEZ-Gebühren drin. Vorhin stand ein Schild, 700 Meter bis zum Gipfelkreuz. Die dürften jetzt eigentlich auch so langsam um sein. Nicht, dass ich mich schon wieder verlaufen habe, aber es gab nicht so viele Möglichkeiten und hier sind weiterhin Schilder. Ach da, rechts. So, Gipfelkreuz. Yes, geschafft. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es hier einen Rundweg. Irgendwo muss ich hier wieder runterkommen können. Boah, Alter, ist das eine geile Aussicht. Boah, Höhenangst, Moment. Das kriege ich aber vom Kopf her gedeichselt. Weil ich bin ja nicht in einem Flugzeug oder so ein Scheiß. Also schon. Ja, hier oben Joint rauchen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Was haben wir denn hier? Bänke,
irgend so eine komische Figur. Weiß ich nicht genau, wer es ist, Satan oder sowas. Der könnte ein Bischof sein. Oh, geil. So, warum geht man so einen Berg rauf? Damit man ihn natürlich wieder runtergehen kann. Wir könnten sie mal mit einem Mähdrescher. Ja, mit so einem Kettensägen, Heckenscherenwagen durchrasen. Oh. Ja, also dieser Weg ist nicht für trittunsichere Leute gedacht. Man geht hier so Schieferplatten oder sowas, was auch immer ist, drunter. Und zwar relativ steil. Und wenn das auch noch nass ist, ja, da kann so ein alter, dicker Mann wie ich sich schon mal ganz böse verletzen. Ja, so alt bin ich noch nicht. Ja, so dick bin ich auch noch nicht. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden. Ja, das Wetter hat einen Vorteil. Und zwar habe ich seit dem Parkplatz keine Menschenseele mehr gesehen. Trotzdem werde ich jetzt langsam wieder zurück zum Parkplatz. Okay, ich merke gerade, ich bin voll den Umweg gelaufen. Jetzt kommt natürlich gerade die Sonne raus. Da wäre ich natürlich gerne oben noch geblieben, um mich ein bisschen Sonne zu legen, aber die Sonne hält dich lange an. In 3-4 Minuten ist sie wieder weg. Ich habe meine Sachen kurz im Auto gebracht. Und da unten war eine Hütte, die war jetzt nicht weit. Da laufe ich kurz zu Fuß hin. Und die gucke ich mir dann mal näher an. Weil irgendwann brauche ich ja meinen Lagerplatz. Noch ist relativ früh. Aber je mehr ich Zeit habe, mir was Anständiges zu suchen, desto besser könnte das Ergebnis werden. So, das, was ich für eine Schutzhütte gehalten habe, ist die Halle der Schützenkönige. Allerdings haben die hier so einen Unterstand. Der ist grenzwertig von der Größe her. Aber wenn ich von hier nach da eine Hängematte spanne, sollte das funktionieren. Jetzt habe ich schon meine Sachen geholt, habe aber meinen Brennstoff vergessen. Geht zum Glück nicht weit zum Auto, aber was man nicht im Kopf hat, muss man bekanntlich in den Beinen haben. Ich habe ein paar Sachen geholt, und zwar Paprika, Erdnussbutter, Reis, Salz. Normalerweise habe ich Salz dabei, aber ich brauchte eh neues Meersalz. Mit Rieselhilfe ist in der Regel nicht so gut zum Fermentieren. Den Campingkocher hatte ich sowieso schon. Lauchzwiebeln. Ja, ist sauber, tatsächlich. Oh, was ist das denn? Also, das Gewinde hier müsste ich mal sauber machen. Wo habe ich mal da? Als erstes mache ich mir jetzt einen Tee, und zwar ein Zimt-Ingwer-Kardamom-Tee.
Teil kommt auch zu den Schnecken, genauso wie das unterste. Sachen geholt. Ich habe jetzt keine großen Gewürze leider dabei. Und da muss jetzt erstmal das Gemüse, oh, ein bisschen viel Fleisch geworden, ein bisschen ausdünsten. Also, ja, voll die Mogelpackung, die ist etwas mehr als die Hälfte gefüllt. So, jetzt wo es so ein bisschen angekocht ist, zu Hause würde ich es länger kochen lassen, aber ich bin ja nicht zu Hause, kommt dann der Reis rein. Riecht richtig lecker. Geil. Könnte noch ein bisschen ziehen. Normalerweise habe ich ein bisschen Zucker im Tee. Ich habe heute keinen mitgenommen. Besser so für mich. Und hier steht so ein bescheuerter Spruch drauf. Weil es ist ja so ein ayurvedischer Tee. Für die ganzen Yoga-Leute. Witz gegen Yoga. Ich mag Yoga. Es ist besser, ein kleines Licht anzuzünden, als über die Dunkelheit zu schimpfen. Das stimmt. Prost. Allerdings darfst du ja in Deutschland auch kein Feuer machen. Ich glaube, wenn man es genau nimmt, ist das hier sogar schon verboten. Aber ey, da soll mich mal jemand anzeigen. Da sollte man vielleicht dazu sagen, dass ich so ein Gericht natürlich nicht für irgendwelche Wanderungen empfehlen würde, weil man braucht doch sehr viel Brennstoff. Ich fülle jetzt schon das zweite Mal nach. Ja, manchmal wäre der originale regulierbare Brenner nicht so verkehrt. So. Das meiste vom Wasser ist jetzt eingezogen. Am liebsten würde ich ein bisschen Milch da rein tun und ein bisschen Chili, habe ich aber nicht dabei. Reis ist fast fertig. Und jetzt mache ich noch eine ordentliche Portion Erdnussbutter da rein. Aber hier gleich wieder sauber machen wird ein bisschen nervig werden. Aber ich will die Hütte ja auch sauber hinterlassen. Auf jeden Fall nicht komplett zugesifft. Ich hätte eigentlich auch so einen Gewürztee. Ich könnte theoretisch ein bisschen Tee hier reinkippen, um ein paar Gewürze da drin zu haben. Wenn es nicht schmeckt, ist jetzt auch zu spät. So. Aber. Also, es würde sogar passen, weil da ist Ingwer, das Kardamom und ich glaube Kurkuma drin, noch irgendwas. Schmeckt nach einem Haufen matschiger Pampe. Ja, dann wünsche ich mir selber, oh, ein Offroad-Wagen, dann wünsche ich mir selber einen guten Appetit. Und tatsächlich lecker. Da habt ihr viel zugehört. Paprika, Lauchzwiebeln, Reis, Erdnussbutter, Salz und ein bisschen Tee. Oh, ich bin ganz schön satt. Das ist doch eine ganze Menge, was ich da gegessen habe. Der Topf ist immer fast ein Liter groß, nicht ganz. Der sieht jetzt natürlich so aus. Man sieht auch, ein bisschen ist es doch angebrannt, aber nicht viel. Theoretisch wäre es heute nicht nötig,
Weil ich habe im Auto, was jetzt auch nur, keine Ahnung, 200 Meter weg steht, genügend Wasser. Aber ich bin ja jetzt gerade outdoor, auf einer Outdoor-Tour. Und da ist Wasser teilweise ein sehr kostbares Gut, wenn man keine Trinkwasserquelle in der Nähe hat. Und da Spülen ja Wasser verbraucht, sollte man das irgendwie vermeiden. Das wünschte, könnte ich zu Hause auch machen, das Spülen vermeiden. Es ist echt eklig, ich hasse Spülen. Aber hier mache ich mir einfach einen Spezialtee. Und zwar wird dieser Tee, den ich mir jetzt mache, gestärkt mit den Essensresten von gerade. Das Wasser sieht jetzt nicht ganz so lecker aus, aber ich weiß ja, woraus es besteht, von da ist es schon okay. Ich habe extra einen anständigen Kopfhörer mitgenommen, damit ich ein bisschen schön Musik hören kann. Der Rucksack ist vom Boden weg. Das ist für morgen parat. Ja, kann mich zwar jemand sehen, aber mehr als vergrauen kann mich hier jetzt ja auch keiner. Und ja, zur Not muss ich halt ins Auto. Deswegen passt schon. Der Tee mit den Resten des Reisgerichtes schmeckt übrigens überwiegend nach Tee. So, also ich bleib hier. Es ist jetzt schon kurz nach 9. Ist immer noch ein bisschen hell, aber ich gehe jetzt gleich pennen. Daddel noch ein bisschen rum, hören wir ein Hörbuch an oder spielen ein bisschen STU. Ja, ich weiß noch nicht genau, was ich morgen mache. Aber das werde ich dann ja sehen. Und ihr vielleicht auch. Mal gucken. Ja, lange geschlafen. 8:45. Sonne scheint und es hat heute Nacht nicht einmal geregnet. Interessant. So, dann gehe ich jetzt erstmal zum Auto. Leg meine Sachen ab und dann muss ich mir ein Plätzchen suchen, weil ich habe schon wieder etwas Druck auf dem Hinterausgang. Oh, ich habe jetzt den Standort gewechselt. Es soll nicht mehr lange dauern, bis es gewittert. Aber ich stinke ziemlich und ich bin jetzt in der Nähe vom Hennesee. Es ist noch eine kleine Wanderung dahin. Da werde ich jetzt mal hinwandern ohne großes Gepäck und eventuell in den Hennesee reinspringen. Standort Hennesee und ich werde jetzt einfach nur hier entlang gehen und dann gibt es hier einen Sinnespfad. Dann werde ich den mal dokumentieren. Diesmal ohne nennenswertes Gepäck. Das sind ja auch alles nur kleine Wanderungen. Ich hoffe halt nur, dass das Wetter so lange noch mitmacht. So, das hat jetzt nicht lange gedauert. Bin schon an der Staumauer. Ja. Soweit so uninteressant. Sinnesfahrt noch 650 Meter. Hat relativ viel Ähnlichkeit mit der Sorpe. Asphaltierter Weg auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine Straße. Ja, und dazwischen ganz viel Wasser. Oh Gott, ich befürchte, das ist was für Senile. Na, gucken wir mal. Gehen wir erstmal. Meine ich hier lang, ne? Nee. Glaube ich nicht. Das dürfte es sein. Ist ja für Senile. Also immer auf dem Weg bleiben. Ja. Ich nehme mal den empfohlenen Verlauf. Mich wundert es allerdings, dass es jetzt hier wieder runter geht.
sind ja nur 2 Kilometer plus dann vielleicht noch so 1,5, die ich so laufen muss. Das kriege ich auch hin, ohne umzukippen vorher. Also man sieht, die Wegweiser sind recht groß. Allerdings auch nur aus folierten irgendwas. Papier wahrscheinlich, vielleicht Pappe. Oh. Tierspuren, oh, schön ist es hier. Das kann ich nicht bestreiten. Es gibt Bundesländer oder Gemeinden, die zeichnen solche Wege als Radwege aus. Da kriege ich dann die Krise, aber das hier ist ja ein Wanderweg, da mache ich sowas. Da komme ich zu so einer Station oder sowas. Ja, ein Xylophon. Das Gehör ist gefragt. Jedes Holz erzeugt einen anderen Klang. Probier es aus und spiele eine Melodie. Ich sag doch, für Senile. Das weiß man doch, wenn die Dinger unterschiedlich lang sind, gibt es einen anderen Klang. Ah, ich verstehe. Es gibt einen Forstweg, Wirtschaftsweg, parallel zu diesem Trampelfahrtwanderweg, damit den Weg auch Leute machen können, die nicht so gut unterwegs sind zu Fuß. Und da hinten kommt auch schon die nächste Station. Irgendwelche Holzpfosten im Boden. Was steht denn da? Trollbrücke, das müsste eigentlich, würde eigentlich zu mir passen. Beweise deine Geschicklichkeit. Der Pfad führt hier über eine schiefe Trollbrücke. Balanciere vorsichtig hinüber, schaffst du es, das Gleichgewicht zu halten. Aber Achtung, Holz wird bei Nässe sehr glatt. Trollbrücke. Ich glaube, ich schwitze so sehr, dass ich, das neue T-Shirt ist schon nass geschwitzt. Ich ziehe mir das mal aus und es läuft ja hier keiner rum, sieht mich ja keiner. Und ihr macht einfach die Augen zu. So, Insektenhotel. Zahlreiche Insekten, bla 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 bla. Ja, sehr schön, habe ich noch nie gesehen sowas. Weiter geht's. Vorsicht, Bienen. Ah, Imkerstand. Bla bla bla, ohne Biene gibt es keinen Honig. Okay. So, vor Bienen habe ich keine Angst. Mich nerven gerade nur die Fliegen. Also im Prinzip ja gut, dass die sowas da hingebaut haben, aber ja, ist jetzt für mich nicht so interessant. Ich sollte für so anstrengende Aktivitäten eine Kopfbedeckung mitnehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie gut man das auf der Kamera sieht. Aber mir läuft der Schweiß die ganze Zeit in die Augen. Das ist nervig. Ich habe jetzt gerade ein bisschen das Gesicht gewaschen, aber ich war vorher nicht weniger nass. Ich hoffe, dass da vorne soll keine Aussichtsplattform sein. Weil das fände ich jetzt doch ein bisschen... Ja, weiß ich nicht, wie soll man das nennen? Merkwürdig ist nicht das richtige Wort. Bescheuert. Ich dachte schon, ich hätte ein Wildschwein gesehen. Aber ist nur eine Statue. Weil so nah wollte ich jetzt nicht unbedingt bei so einem Wildschwein sein. Gibt es hier noch andere? Hochsitz. Konzentriere dich. Du findest mindestens 5 Tiere. Okay, also falls man das Wildschwein nicht sieht, ist es schwierig halt mit der Kamera. Das ist ein Way.
Okay, da vorne ist ein Fuchs. Haben wir schon mal drei. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Schild das Tier darstellen soll. Da sind jedenfalls ganz dunkel Eichhörnchen drauf, oder beziehungsweise ein Eichhörnchen. So, hier geht es so Serpentin hoch, das finde ich auch geil. Macht Bock. Gut, dass ich das T-Shirt ausgezogen habe. Ich schwitze mir hier einen ab. So, muss ich jetzt geradeaus oder rechts? Ja, hier sieht es ausgetreten aus. Außerdem parallel zu dem Weg wahrscheinlich. Aber da standen irgendwie 2 Kilometer. Ich meine, die sind noch bei weitem noch nicht um, aber über einen habe ich schon. Und ich bin gefühlt nur in eine Richtung gelaufen. Allerdings verlässt mich in den Bergen auch sehr gerne der Orientierungssinn. So, das wäre dann hier lang. Aber hier ist auch nichts ausgeschildert. Also hier müssten sie nachbessern. Ich glaube, ich habe in dem einen oder anderen Video schon mal erzählt, dass ich nicht so für die Berge gemacht bin. Das ist definitiv wieder richtig. Viele 100 Quadratmeter Eisenhut. Krass. So, da ist die nächste Senilität. Eine Holzwippe. Ich soll meinen Gleichgewichtssinn beweisen. Ich hab definitiv mehr Drang nach da. Ja, Gleichgewichtssinn bewiesen, glaube ich. Oh. Okay, da vorne kommt wieder was. Also da balanciere ich, glaube ich, nicht drüber. Aber erstmal gucken, was es so sagt. Bambustelefon. Kannst du so gut hören wie ein Specht? Kratze mit einem Gegenstand an den Holzstamm. Die anderen horchen am Stamm. Auch der Specht kann so die Borkenkäfer im Holz wahrnehmen. Das mache ich nicht. Als nächstes kommt es um einmal einen Baum oder was? Es wird immer schwachsinniger und schwachsinniger. Okay, eine hohe Bank. Eine sehr große Bank, aber es ist keine Station. Es ist, glaube ich, echt nur eine Bank. Ja. Ach, guck mal, eine Volksbank. Okay, wieder irgendwas. Horchstationen. Die meisten Tiere hören besser als Menschen. Lege dich zwischen die beiden Hörtrichter. Welche Geräusche erkennst du? Unterscheide, ob die Geräusche natürlich sind oder nicht. Ja, da wird es ja wohl jetzt keinen Plattenspieler geben oder sowas, der irgendwelche komischen Geräusche da einblendet. Dahin lege. Vielleicht kann ich so etwas von dem herabtropfenden Schweiß abfangen. Ja. So, da vorne geht es rechts runter. Runter ist gut. Da vorne kommt noch eine Station. Kronspiegel. Blicke in den Spiegel, du betrachtest das Kronendach aus einer anderen Perspektive. Haben die Bäume noch Platz zum Wachsen? Okay, irgendwelche Bastarde haben dieses Ding natürlich komplett zerkratzt. Ja, was das jetzt wirken soll, weiß ich auch nicht. So, das war's dann mit dem Sinnespfad. Ja, viel so zwischendurch in Ordnung. Also es ist ein schöner Weg zum Wandern. Da vorne sind ein paar Angler.
Hier sieht es jetzt nicht so gut aus mit Wasserspringen, aber es geht ja noch ein bisschen weiter. Es muss jetzt auch nicht perfekt sein, ich muss ja nur einmal kurz schwimmen. Na, das Weitergehen hat sich da doch gelohnt. Taucher. Ich kann einigermaßen gut schwimmen, aber auch nur diesen Brustbereich. Gut ist vielleicht auch das falsche Wort. Einigermaßen ausdauernd, aber tauchen oder vom Turm springen ist so gar nicht meins. So, für mich war es das jetzt. Ich gehe jetzt Richtung Auto und fahre dann langsam, aber sicher nach Hause. Das wird dann hier die Himmelstreppe sein.